Hallo und herzlich willkommen zur Mittelerde und dem Schatten des Krieges. Ich habe gerade was gesehen gehabt. Und zwar gibt es da den Ruck Kiefersperre. Und der Typ hat einen Blutsbruder. Und er gibt eine Trophäe, wenn man einen Ork zwingt, seinen Blutsbruder zu töten. Gift und Schleichen. Die Methoden dieser dunklen Orks kommen mir bekannt vor. Und für sie doch schrecklich wirkungslos. Stürzt euch auf ihn! Dich brauchen wir. Bleibst dort, Monster! Du hast mich mit deiner Elbenmagie verflucht, mich zerstört. Das lasse ich dir nicht so einfach durchgehen. Und spuck dich aus! Das war harmlos. Scheiße! Sauber, danke. Also schön. Alter, was gehen die denn so ab? Komm auch her. Zeit für eine Tür. Geh doch mal weg. Du bist mein. Ab jetzt dienst du mir. Ich bin kein Verräter. Mein Wille ist stark. Dann. Armseligen.
Verpiss dich. Talion! Du bist zurückgekehrt! Oh, ich wusste, du kannst nicht ohne mich. Du willst mir doch nicht wehtun! Du hast nichts da! Alter, kriegst sofort wieder einen reingejagt. Bin denn hier, was für ein Lager bin ich denn hier reingeraten? Ruckkiefersperre. Das Arschloch, ne? Das Arschloch. Egal. Scheint so, als ob Redback uns braucht. Hör ihn an, aber lass dich nicht von unserem wahren Auftrag ablenken. Es ist der Waldläufer! Weg. Redback braucht deine Hilfe. Waldläufer ist verschwunden. Wie verliert man einen Olag? Er wurde entführt. Ich fand diesen Toten bei seinem Fressnapf. Was sagt man noch gleich über die Überbringer von schlechten Nachrichten? Man sagt, der Überbringer muss sterben. Tja, das erklärt so einiges. Wie lautete die Botschaft? Er sagte, wenn du dein Haustier je wiedersehen willst, bring den schreckfressenden Grabwandler. Lass das. Oh, entschuldige. Du weißt, dass das eine Falle ist. Na klar. Aber du schuldest mir was. Mir und Waldläufer. Vergiss nicht, wir haben Bruce für dich erledigt. Also, das habe ich etwas anders in Erinnerung. Ach, über Details lässt sich streiten, aber am Ende stehen wir doch zu dir. Was sollen die anderen Orks denken, wenn du nicht zu uns stehen willst? Er hat recht. Orks folgen den Starken. Wenn wir zulassen, dass unsere Soldaten attackiert werden. Werten Sie das als Schwäche. Vielleicht hast du recht. Hab ich? Ich meine, ja, hab ich. Los, komm schon, holen wir Waldläufer. Okay. Wer hätte es gedacht? Wir arbeiten zusammen, wie in alten Zeiten. Ruhe, du verrätst uns noch. Wie in alten Zeiten. Er lässt uns schuften und wenn wir uns beschweren, tötet ihr einen von uns. Es ist der Tag.
Da ist er ja. Der glorreiche, helle Herrscher. Ich wusste, dass diese schmierige Ratte es schaffen würde, dich hierher zu bringen. Bruce, ich zeig dir schmierig. Was hast du mit Waldläufer gemacht? Halt die Schnauze. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Grabwandler. Dann komm runter. Beenden wir's. Nicht so schnell. Das ist erst der Anfang. Erst werdet ihr leiden. Und wenn du oder diese schmierige Ratte dabei draufgeht, umso besser. Doch falls nicht, dann fängt der Spaß erst richtig an, nicht wahr? Er ist fort. Aber wir sehen ihn bestimmt wieder. Hoffentlich. Wir sind nämlich noch nicht fertig. Hör mir zu. Wir suchen Waldläufer. Und wir machen Bruce ein für allemal den Gar aus. Tja, ich werde hier nicht rumsitzen und abwarten. Ich durchforste jede Ecke Mord aus, welche ich ihn gefunden habe. Und wenn es soweit ist, erfährst du es als allererster. In Ordnung. Bruce ist erst der Anfang. Je mehr Macht wir erlangen, desto mehr werden uns herausfordern. Dann töten wir sie. Nein, wir müssen an ihm ein Exempel statuieren, sonst werden andere nachfolgen. Dann töten wir eben auch sie. Warum Hunderte töten, wenn es schon ausreicht, einen von ihnen zu brechen? Weil wir diesen Krieg gewinnen wollen. Hier geht's nicht um deine Machtspielchen. In Mordor ist das ein und dasselbe. Ich geb dem Geist da recht. Je länger Bruce lebt, desto mehr Orks schlagen sich auf seine Seite. Und das werden wir verhindern. Du hast recht. Wir müssen uns um ihn kümmern. Ach, jetzt auf einmal. Wo ist er denn? Die beiden hier sind Blutsbrüder. Gluck, der Enthaupter. Ich finde die Ursache dieses Geräuschs. Ihr habt es! Ihr habt alle...
Glück. Ich zerbreite dich! Moment! Lass dich mich nicht fliegen! Hier in Mordor verurteilen wir nicht. Nein, wir kommen gleich zur Hinrichtung. Ich verurteile dich zum Tod. Ich erkläre dich für armselig. Alter, wie die abgehen. Du bist ja gleich tot. Hier kommt das Finale. Er hat ihn. Du wolltest ihn nicht. Nein. Mann, ich wollte ihn doch. Naja. Tut mir leid, aber du warst ein Idiot. War der Tag. Gut. Was haben wir denn hier? Fertig. Kommen nicht klar. Ah. Machen wir das? War das das, wo ich mich nicht rangetraut habe? Oder will? Oder was? Oder warum? Oder weshalb? Ich glaube schon, ne? Erobere Grashgor. Können wir auch machen. Komm, erobern wir Grashgor. Ist doch Latte. Den er jetzt foltert.
Laterne hier? Massaker vom Rücken eines Reittiers. Waschrasch. Locke Krackhorn, Spurensucher. Indem du seine Krieger tötest. Mhm. Können wir auch machen. Beritten pflügen wir durch die Truppen des Häuptlings. Unsere Schnelligkeit ist sein Ende. Konterangriff vom Rücken eines Reittiers. Okay. Besteige ein Karagnor. Hier wohnt gerade keiner, ne? Sind die Viecher denn? Was jetzt bist du? Na, stimmt, ne? Hier habe ich alles voll mit Spionen oder so, ne? Irgendwie so war das. Du Wurm. Wer hat denn hier schon wieder? Lebt wieder da! Der Tag versteckt sich! Du hast. Ach, der Typ ist da noch oben drauf. Ja,
Damit ich dich bemerke. Jetzt werde ich mir viel Mühe geben, während ich dich langsam zerreiße. Cool. Wir mussten viele Verluste hinnehmen. Okay. Doch, wir mussten viele Verluste hinnehmen. Okay, alles klar. Wozu war dieses Ding gut? Wahrscheinlich nichts. Die Numenorer experimentierten zu viel und vollendeten zu wenig. Kamerad. Der Häuptling vertraut auf seinen Alarm. Wenn du ihn erklingen lässt, vertrauen wir darauf, dass er in sein Verderben läuft. Töte 20 Feinde in der Festung. Wieder die scheiß Bogenschützen hier oben, ne?
stark. Halte lieber den Atem an und lass dich bloß nicht berühren. Alter, Junge. Meinem Herrn, den hellen Herrscher. Oh, wie süß, mein Süßer. Süßer, süß. Süßer, süßer, süß. Rattack, der Gestörte. Und wieder wird deaktiviert. Schön. Guck mal, machen wir das Ding ja auch platt. Ach komm. Die drehen hier voll am Rad. Das klappt besser, als ich gedacht hatte. Abwehr aus Belagerungsbestien. Junge. Dieser Häuptling setzt mächtige Waffen ein. Wende sie gegen ihn. Bald nicht mehr. Gut. Sitze auf der Belagerungsbestie auf, ohne den Alarm auszulösen. 5 Feinde mit einem Belagerungsbestien-Ding. Gut. Wo sind die Belagerungsbestien? Yeah.
Alter, wo ist die denn da? Ich. Der ist so geil irgendwie. Keine Munition mehr. Er hat auch so ein Giftding. Der helle Herrscher befiehlt! Hey! Du Made! Dachtest du, du könntest mich überlisten? Wer bist denn du? Spionieren. Sehr wohl. Oh, da blutet einer. Ich will noch nicht sterben. Du bist ein Narr, der die wahre Schönheit eines Ghouls verkennt. Alles, was du tust, ist wieder und wieder und wieder zu töten. Ghule sollten verehrt werden. Geliebt. Du wirst dein Irrtum niemals einsehen. Also muss ich dich vernichten. Zum Wohl meiner geliebten Ghule. Haltet die Klappe. Jetzt ist Zeit zu handeln. Bitte, Herr. Ja, ich komme davon. Ich will noch nicht sterben!
Ich kämpfe weiter! Danke sehr. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alter, ich brauche ein... Meine Fresse! Blöder Dicker, der ist. Alter, schon wieder vergiftet. Von der Kackkuhle, ne? Alter, ist das krass. Hab ich nix. Achso, das ist meiner. Zeig dich, Waldläufer! Du hast meine Reihe verstanden! Du stehst nun vor dem Tor. Dann kämpf weiter, Tor. Kannst auch nicht runtergehen, ey. Mörder. Oh.
Ja, du hast das hinter dir. Wisst ihr was? Das gibt jetzt hier. Das gibt jetzt hier einen schicken Cliffhanger. Bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich.